Hallo, ich bin Jasmin von Stempel-doch-mal.de und ich habe von einer lieben Kundin ein Päckchen bekommen, wo ein paar Verpackungen drin waren. Und sie hat mir geschrieben, dass ich die Ideen für meine Videos verwenden kann. Und unter anderem war diese Tasche hier dabei und die fand ich eigentlich ganz süß. Also ich fand alles süß, aber die halt besonders. Ja, und die habe ich gedacht, mache ich die mal für euch nach. Ich habe es aber allerdings ein bisschen abgewandelt, weil ich gerne wollte, dass man zwei Taschen aus einem 30x30 Bogen bekommt. Deswegen ist die jetzt ein bisschen kleiner und auch die Lasche ist ein bisschen anders. Und wie ich die Tasche jetzt gemacht habe, das zeige ich euch. Und zwar braucht ihr ein Stück Designerpapier, was 28 x 18 cm ist. Das Papier habe ich hier aus dem Set Nordische Weihnacht. Ich zeige es euch mal gerade. Da sind Häuser bei, Streifen und hier solche Schnörkel. Das sind Flocken, kann man nicht so gut erkennen. Hier Zweige und Pünktchen. Sind halt von jedem Blatt immer zwei dabei. Hier noch so Ornamente. Und das eine ist das letzte, ist das hier, was ich jetzt nehme. Da sind auf der Rückseite Geschenke, aber ich nehme dann die Seite. Ich fange an und falze erstmal. Dazu nehme ich immer gerne den Papierschneider. Und da. Mein Falzbeil. So, machen wir erstmal die lange Seite. Die muss bei 3 cm. Das ist quasi der Boden. Und dann schiebe ich es weiter auf 12,5. Dann entsteht hier oben der Deckel. Ich habe es andersrum gesagt. Das ist der Boden und das ist der Deckel. Der Deckel ist 5 mm, also 0,5 cm länger wie der Boden. Das gibt dann hier oben diese Lasche. Dann drehen wir es um. Falzen bei 1 cm, das ist quasi dann die Klebelasche. Dann bei 5,5. Bei 14,5. Und nochmal bei 19. So, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen, weil es Designerpapier ist. Erstmal alle Falzlinien nachziehen. Denkt dran, dass es Designerpapier ist, also nicht zu fest. Sonst kann das auch schon mal brechen. So, also merken, die breitere Lasche ist oben. So, und dann haben wir jetzt hier, jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich nichts Falsches wegschneide. Genau. Schere. Ihr müsst jetzt quasi oben, ich drehe es mir mal um, sonst kann ich es nicht erkennen, diese komplette Front hier oben wegschneiden. Wer möchte, kann das auch mit dem Papierschneider machen. Ich habe aber hier eine Schere mit so einem recht langen Schnitt, dann geht das eigentlich ganz gut. Also oben komplett alles weglassen, außer hier diese Lasche. Und dann habt ihr hier unten am Boden nochmal so eine kleine Ecke, die kommt auch weg. Dann habt ihr quasi hier die Klebelasche. Und jetzt müssen wir hier unten einfach nur noch die Falzlinien einschneiden. So, und dann habt ihr die Form. Ich habe ja hier ein
Loch reingestanzt. Das habe ich mit der Big Shot gemacht, weil mit der Handstanze kommt man so weit nicht rein. Das habe ich jetzt aber schon mal vorbereitet. So sieht das dann aus. Ich habe hier die Ovale verwendet und einfach hier mittig und recht weit unten angelegt. Und ich habe auch noch diese beiden großen Laschen hier unten schräg eingeschnitten. Dann sieht der Boden einfach schöner aus. Und wer möchte, kann jetzt hier oben den Deckel auch nochmal so ein bisschen abrunden. Sieht nachher ein bisschen schöner aus. Und dann kommt jetzt hier auf die Klebelasche ein Stückchen doppeltes Klebeband. Doppelseitiges Klebeband. Und wenn ihr euch vorstellt, dass das jetzt hier vorne ist, da kommt hier an die Seite innen rein auch nochmal Klebeband. So, dann fangen wir mit dem hier an, machen die Schutzfolie ab. Und es müsste theoretisch funktionieren, indem man es sich einfach nur hinlegt und die andere Seite drüber stülpt. Und dann kommt noch der Boden. So, und, ah nein, ich habe die Folie vergessen, aber die kriege ich vielleicht so noch rein. Also bevor ihr das zusammenklebt, müsst ihr die Folie reinmachen. Das ist hier diese, wie schimpft sie sich denn? Ich weiß es gar nicht. Hier diese Klarsichtfolie, die ist auch von Stampin' Up. Da bekommt ihr immer zwei solche großen Bögen in einer Packung. Und die kann man sich dann mit dem Papierschneider perfekt zurechtschneiden. Und ich verwende dafür immer gerne in jede Ecke einfach einen Klebepunkt. Ist ja klar, dass ich das jetzt vergesse, ne? Es geht auch so, aber es geht natürlich einfacher, wenn man es vorher macht. So, und dann müsst ihr einfach nur eure Finger hier oben so reinstecken und dann drücken, dass ihr euch quasi diese Seitenknicke so macht. Und dann ist die Verpackung schon fertig. Wie ihr das schließt, müsst ihr mal gucken, was ihr zu Hause habt. Ich verwende ja immer gerne diese kleinen Magnete. Wer sowas nicht hat, der kann auch hier oben ein Loch reinmachen und ein Band durchstecken oder eine kleine Wäscheklammer nehmen, was euch da so einfällt. Ich verwende jetzt die Magnete, da sind einfach so eine Schutzfolie drauf. Ungefähr mittig dann erstmal hier oben in die Lasche. Und dann macht das zu. Drückt es hier noch mal so ein bisschen an. Und dann macht das auf und drückt es noch mal richtig fest, damit es gut klebt. Ja, und dann ist die Tasche an sich fertig. Und als Deko habe ich einfach hier so einen kleinen Spruch genommen, den stempel ich noch mal gerade. Wo ist denn mein weißes Papier? Mein Weiß ist verschwunden. Ich nehme jetzt Vanille. Und ich nehme ein Stempelset. Das gibt es im Moment leider nicht mehr. Das war eine Aktion. Aber ich finde dieses Ho 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 hier so süß. Ich habe es irgendwo schon auf dem Blog. Da ist er. Gestempelt habe ich in Schokobraun.
Und ausstanzen tue ich das mit der Wortfensterstanze. Das passt da nämlich genau rein. Aber ihr habt mit Sicherheit zu Hause irgendeinen Spruch wie Frohe Weihnachten oder so. Der passt ja auch perfekt dazu. Dann habe ich mir nochmal so einen Stern gemacht, wie bei meinem letzten Video mit der Laterne. Dazu braucht ihr einfach solche Framelits hier, wo er dann die zwei kleineren Sterne so ineinander legt und dann wird das mit der Big Shot ausgestanzt und dann bekommt er hier so einen Rahmen. Das finde ich eigentlich immer ganz süß, weil das auch so ein bisschen filigran noch ist. Und dann habe ich mir zwei oder auch drei Klebepunkte an den Stern gemacht. Einfach hier so an die Ecke. Ich muss es nochmal aufmachen, dass ich die Punkte richtig andrücken kann. Dann kann man das Ho, Ho, Ho hier unten noch so ein bisschen reinschieben. Und wer möchte, kann auch einen Glitzerstern reinmachen, dran kleben. Oder das Strasssteinchen, was ihr da eben zu Hause habt. Und fertig ist eine süße kleine Tasche, wo man zu Weihnachten was reinmachen kann oder für Gäste beim Weihnachtsessen. Da könnt ihr hier auch vielleicht der Name stehen und ein paar Süßigkeiten reinmachen. Was auch immer euch da einfällt. Ich hoffe, ihr mögt die Idee und ich wünsche euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Shut your mouth, go. I can't go. Bora, you know, 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 go.